Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um ein Produkt, was mir zugeschickt worden ist, nämlich die One-by-One Smart Bulb. Die One-by-One Smart Bulb ist ein Produkt, was in die Smart Home Kategorie eigentlich perfekt reinpasst. Es ist eine Bluetooth-Glühbirne, LED-Glühbirne mit verschiedenen Farbschematiken und dazu noch einem integrierten Lautsprecher, also eine All-in-One-Lösung sozusagen von One-by-One und das zu einem Preis von um die 20 bis 25 Euro. Link natürlich für das Produkt einmal in der Videobeschreibung vorhanden. Da kann man eigentlich grundsätzlich vom Preis her erstmal nichts sagen. Die große Frage ist natürlich, was taugt dieses Produkt? Ist es denn überhaupt hochwertig genug, um es im Wohnbereich wirklich einsetzen zu können? Oder lohnt sich das Geld eher in eine Lightify-Lampe oder in eine Philips Hue-Lampe zu investieren? Wobei man natürlich dazu sagen muss, eines der großen objektiven, positiven Merkmale der One-by-One Smart Bulb ist definitiv, dass sie keinen Hub benötigt. Das heißt, man braucht nur die Lampe selber und die Smartphone-App und schon kann man sozusagen loslegen. Wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich recht simpel. Man scannt zunächst einmal den QR-Code ab, welcher sich hier auf der äußeren Seite der Verpackung befindet. Dieser QR-Code bringt einen sofort, egal mit welchem Device man ihn abscannt, entweder jetzt in den Android Store oder in meinem Fall in den iOS App Store, wo man jetzt hier sich die App, womit man diese Lampe bedienen kann, einmal downloaden kann. Die App heißt in meinem Fall CH Smart Bulb und ist sehr, sehr simpel gestaltet, muss man wirklich sagen. Zunächst einmal zeigt diese App uns auf der ersten Seite ein sehr, sehr einfaches Schema auf. Man hat unter anderem erstmal die Möglichkeit, eine Verbindung zu prüfen. Da wird dann dementsprechend eure Bluetooth Smart Bulb, eure Bluetooth-Glühbirne angezeigt. Man kann hier in das Menü Musik wählen, wo man dann, dazu komme ich gleich noch, einmal aus seiner Mediathek Musik auf die Lampe streamen kann. Man kann die Lampe ganz normal durch die Schalterrubrik ein- und ausschalten und kann in der Rubrik Festbeleuchtung Farbschemen festlegen oder auch beispielsweise feste automatische Rhythmen bzw. die Lampe als Zeitschaltuhr verwenden, was definitiv eine sehr coole Funktion ist. Gerade wenn man keinen Hub hat, muss das natürlich dann definitiv erstmal ausgetestet werden, wie das Ganze funktioniert. Die Zeitschaltuhr, wie gesagt, ist auf jeden Fall grafisch erstmal sehr, sehr cool gemacht. Ja, zunächst einmal gehen wir in die Verbindungsrubrik und gucken mal, wird die Lampe angezeigt. Das ist wirklich ein einfaches Plug-and-Play-Verfahren. Man nimmt zunächst seine normale Glühbirne aus der Lampenfassung raus. Dann schraubt man die One-by-One Smart Bulb einfach in die Lampenfassung rein und aktiviert den Strom wieder, sodass Strom auf der Lampe drauf ist. Was direkt am Anfang auffällt, ist, dass die Lampe im Gegensatz zu Philips Hue beispielsweise etwas langsamer hochfährt. Das heißt, man hat eine kurze Verzögerung. Die Lampe dimmt sich sozusagen erstmal auf die volle Helligkeit hoch. Danach hat man aber schon eine direkte Verbindung hergestellt via Bluetooth und kann dann auch schon direkt diverse Farbschemen oder Dimmschemen einstellen bzw. ändern. Was allerdings hier etwas schade ist, aber jetzt nicht großartig stört normalerweise, ist, dass diese Farbschemen jetzt nicht flüssig ineinander überlaufen, sondern wirklich abgehackt dargestellt werden. Das heißt, hier sieht man schon ganz deutlich, das ist natürlich ein kleiner Minuspunkt, aber wirklich insgesamt ist es für den normalen Gebrauch jetzt nicht deutlich störend, sondern es ist absolut tauglich, um es im Alltag als günstigen Ersatz zu verwenden. Der Schalter funktioniert auch prompt, wirklich sehr, sehr gut. On und off, beides wirklich leicht zu bedienen.
das Ganze reagiert direkt, das ist das Wichtigste dabei und lässt sich von daher auch wunderbar einplanen in Smart Home. In den Einstellungen, wie gesagt, kann man dann einmal einen Timer bzw. eine Zeitschaltuhr stellen. Die Zeitschaltuhr an sich ist auch wunderbar, funktioniert auch sehr, sehr gut. Was man nur beachten muss, ist natürlich, braucht das Gerät dementsprechend erstmal den Strom und dann muss natürlich auch eine Bluetooth-Verbindung herrschen, damit dann auch die Timer-Logarithmen oder Algorithmen in dem Fall übertragen werden können. Das heißt, es geht jetzt nicht, dass man das Gerät jetzt, sage ich mal, total autark wie jetzt mit einem Hub sozusagen verknüpft, der jetzt in der Wohnung oder in dem Haus steht und dadurch die ganzen Rhythmen in den Zeitschaltuhren steuert, sondern man muss das Endgerät natürlich immer im gleichen Netz haben, damit das Ganze funktioniert. Ist aber auch logisch bei einer Bluetooth-Lösung, dass das gar nicht anders klappen kann. Der große Minuspunkt ist, mit der neuen App, die gab es wohl als Update, ich habe mir die Historie einmal durchgelesen, funktioniert das Musikstreaming leider noch nicht. Ich hätte es euch gern gezeigt, ich hätte auch gern die Qualität mal getestet, kann es aber nicht tun, da müssen wir leider auf ein Update warten, dann gibt es natürlich auch von mir ein Update-Video. Wenn dann diese App wirklich auf den neuesten Stand wieder gebracht wird und diese Funktion wieder aktiviert wird. Allerdings insgesamt habe ich mir das Ganze einmal bei Bekannten schon angeschaut. Ist es ein Sound, der natürlich jetzt nicht mit einer Bose-Box oder ähnlichem zu vergleichen ist, aber es ist ein recht passabler Sound, gerade wenn man jetzt beispielsweise nur ein Gespräch übertragen möchte über die Lampe, ist es, denke ich mal, das Sinnvollste auch, weil man dann auch mit dem Smartphone noch zu Hause ist und Telefongespräche damit beispielsweise überträgt. Dafür reicht die Qualität der Lautsprecher definitiv aus. Für größere Musik, Abspielangelegenheiten oder gar das Streamen von Filmen ist der Sound dann einfach nicht voll genug. Aber das kann man auch wirklich in dieser Preiskategorie nicht erwarten und schon gar nicht auch bei der insgesamten Verarbeitung. Bei der Verarbeitung sind wir beim nächsten Punkt. Die ist zunächst einmal durch die Verpackung wirklich sehr, sehr gelungen. Die Verpackung ist absolut schlicht, zeitgemäß mit dem QR-Code, dass man sich eben die App runterladen kann. Die Verarbeitung an sich von der Glühbirne ist, ja, sag ich mal, recht spärlich. Die Glühbirne an sich ist sehr, sehr gut verarbeitet. Das Lautsprecherelement, ja, hat leicht ein chromfarbenes Plastik. Das heißt, das hätte man natürlich etwas hochwertiger gestalten können. Dann wäre das aber auch wieder auf den Preis gegangen. Ich sage einfach mal, die Verarbeitung ist dem Preis absolut entsprechend und nahtlos, das ist vor allen Dingen das Gute, und makellos, das ist das Entscheidende. Das kann man wirklich ohne Probleme in eine Glühbirnenfassung zu Hause einsetzen und muss es nicht verbergen, weil es stört wirklich absolut nicht. Es ist ein System bzw. ein Design, was sich absolut in jeden Lampenschirm einfassen lässt. Insgesamt ist mein Urteil zur One-by-One Smart Glühbirne mit Bluetooth folgendes. Es ist wirklich eine Glühbirne, die sich in diesem Preissegment absolut von anderen unterscheidet. Man hat ganz, ganz viele verschiedene Farbschemen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Man hat diese wunderbar grafisch dargestellte Farbpalette, was man sonst wirklich nur bei höherpreisigen Produkten kennt. Das Ganze funktioniert flüssig. Es funktioniert flüssig mit dem Dimmen. Sie ist auch dadurch wahrscheinlich sehr, sehr langlebig. Man müsste es jetzt wirklich mal über einen längeren Zeitraum testen. Das ist wirklich alles top, also absolut für den täglichen Einsatz geeignet. Was natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass wir keine Netzwerkverbindung haben, sondern eine Bluetooth-Verbindung. Dadurch brauchen wir natürlich auch immer die direkte Connection. Was auch schade ist, ist, dass mit dem neuen App-Update die Musikfunktion leider ein bisschen gelitten hat. Das heißt, dass man diese Musikfunktion jetzt aktuell nicht mehr so steuern kann. Wird aber behoben werden. Von daher wollen wir das erstmal nicht als großen negativen Punkt dazu ziehen. Zumal man meiner Meinung nach besser Musik über eine externe Anlage oder eine Bluetooth-Box hört als jetzt hier
über diese Glühbirne. Also alles in allem lohnt sich der Kauf der Glühbirne definitiv für alle, die etwas Smart Home in ihr normales Zuhause bringen möchten, die hier wirklich durch einfache Plug-and-Play-Technologie oder auch durch ein günstiges Geschenk anderen noch eine Freude machen möchten. Es eignet sich definitiv für diesen Zweck. Es eignet sich jetzt nicht großartig für den Zweck, es in wirklich ein Smart Home-System, was schon mit Philips Hue-Lampen ausgestattet ist, einzufügen und diese damit zu ergänzen. Da sollte man lieber beim gleichen System bleiben. Aber wirklich, um ein paar alte Geräte smart aufzupeppen, ist dieses Gerät bzw. diese Glühbirne absolut geeignet und deswegen in dieser Preiskategorie absolut top. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zum Produkt, stellt mir die bitte einmal in der Videobeschreibung. Versuche wie immer für euch alles einmal zu beantworten oder dann gegebenenfalls auch ein Video dazu zu machen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch schöne Feiertage und falls wir uns davor nicht mehr hören, ich denke allerdings schon auch einen guten Rutsch. Abonniert den Kanal. Ich würde mich wie immer über jedes Abo freuen. Teilt das Video, würde mich auch sehr, sehr freuen. Erzählt es weiter. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Technik. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.